So, willkommen zurück zu Binding of Isaac und heute zocke ich eine Runde mit Maxim. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich ihm das Spiel mal so ein bisschen erklären werde. Maxim hat sich das Video angeguckt zu Binding of Isaac und es ist ein bisschen verstörend. Ja, man wird die Story erfahren, ja. Sehr tiefgreifend. Ich hoffe, wir werden noch einige Stories aus, beziehungsweise einige Stellen im Spiel noch finden, die auf die Mutter hinweisen. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, du gehst einfach mal auf Start. Und du kannst dir einen Charakter aussuchen. Es gibt verschiedene Charaktere. Hier steht immer, wie viel Leben die haben. Dann gibt es Geschwindigkeit und Schaden. Aha. Und unten stehen die Items, die die einzelnen Charaktere haben. Ein einfacher Charakter ist zum Beispiel, der ist sehr schwer. Okay. Ein einfacher Charakter wäre zum Beispiel Kane, der mit der Augenklappe. Der wäre zum Beispiel relativ einfach. Das ist der Eimer, der löst schlechte Werte. Ja, der hat gar nichts. Der ist übel schlecht. Also das ist, ach, Kane. Und das ist zum Beispiel Kane. Der hat zwar wenig Leben, hat aber durch den Luckfood erhöhte Glückswert. Und findet so bessere Items. Oha. Aber die ist Tank. Genau, die hat zum Beispiel ist Tank. Ja. Tank wäre vielleicht auch was für dich. Ein Isaac hat aber auch Isaac ist Standard, genau. Das ist so Allrounder. Was ist der D6? Der D6 ist ein Würfel. Damit kannst du Gegenstände neu würfeln. Oha. Das ist auch ganz cool. Ich bin ja einer, wenn ich ein Spiel spiele, dann immer auf hart. Immer auf hart. Dann versuch's mal mit also Kane ist schon hart genug eigentlich am Anfang. Was kann der? Was bringt Bloodlust? Übst die Schaden. Bloodlust, für jeden Gegner, den du im Raum tötest, kriegst du Schadensupgrade. Aber nur für den einen Raum. Also der ist schon echt extrem hart. Also wenn, dann würde ich dir empfehlen, entweder mit Kane oder mit Judas. Judas ist auch schwer, aber er macht halt viel Schaden. Aber das am Anfang würde ich dir erstmal empfehlen, spiel mal eine Runde mit Kane und dann wirst du ja sehen, was du damit überlebst. Okay. Genau, dann gehst du auf Select. Genau, und steuern tust du das Ganze mit WASD. Musst du jetzt gleich mal bewegen. Mit WASD bewegst du dich. Und mit den Pfeiltasten schießt du. Du kannst eine Taste auch gedrückt halten, dann schießt du in eine Richtung immer komplett. Geil, ich will nämlich so, oben die Steuerung spielen. Oben siehst du ja Münzen, Bomben und Schlüssel. Hier siehst du auch nochmal alles. Bomben tust du mit Shift oder E legen. Du hast am Anfang keine Bombe. Ach. Und das Space-Item benutzt du dann logischerweise mit Leertaste. So, dann kannst du einfach, oben siehst du immer links die Karte. Und da musst du einfach, wenn es geht, alle Räume aufdecken und Bosse besiegen. Und jeder Gegner kann was Unterschiedliches. Ah, Alter! Zombies of Doom. Okay. Das ist aber geil. Ich hab mich immer gefragt, wie die Steuerung bei dem Spiel ist. Ja, man kann auch mit dem Joystick spielen, aber das Spiel hat zum Beispiel keine analoge Steuerung. Oha, okay. Und dementsprechend. Okay. Also die Made ist tanky. Die Made ist tanky. Und das ist zum Beispiel einer der sieben Todsünden. Okay. Das ist die Pest. Nicht die sieben Todsünden. Ja, doch, sieben Todsünden. Und wenn du den besiegst, hast du quasi so einen Mini-Boss. Ja, der ist aber ganz schön tanky. Bei den Viechern musst du aufpassen. Oha. Ja. Da, wenn, oha. Wenn der dich trifft, verlierst du immer schon ein ganzes Leben. Deswegen habe ich gesagt, es ist am Anfang sehr schwer, das Spiel. Muss echt aufpassen. Gar nicht so easy für einen Einstieg. Der ist doch fast tot jetzt. Ja, der ist fast tot. Muss noch ein paar Mal treffen. Ich hab nicht so viel Range. Ja, dafür hast du viel Schaden. So. Oh, musst du den jetzt einsammeln? Genau, das ist ein Leben, das kannst du einsammeln. Das ist ein Bob's Rotten Head, den kannst du einsammeln. Das ist ein Item, das, sobald du Leertaste drückst, hebst du das über deinen Kopf. Und dann kannst du schmeißen in eine Richtung. Und der explodiert dann, okay, und macht Schaden. Der Podest kannst du nicht wegschieben. Maxim, du Troll. Der weint ganz schön, oder? Ja, der ist am Weinen. Die Tränen sind, die Schüsse, die du abgibst, sind ja auch Tränen. Ja, deswegen auch ihre Flugbahn. Ja, der ist sehr traurig. Okay. So, genau. Oha. Ja, die sind auch ein bisschen traurig. Die sind das traurige Kartoffeln? Rennen immer vor dir weg, weil die haben Angst. Oh, praktisch. Ja. Wie können die mir schaden? Ja, indem du in die reinläufst oder siehst du jetzt gleich, wenn du die tötest. Oh, ich hab voll Angst jetzt, weil du gesagt hast, die machen. Da kommen noch schlimmere Gegner. Rückler kommt fliegen. Oha! Oha! Ja, das ist schon schwierig. Okay. Okay, warte, das habe ich aber. Okay, solche Mechanik-Sachen, da muss ich erstmal reinkommen. Ja, oha, die schießen sogar. Ja, das sind die etwas upgradeteren Fliegen. Aber die Steuerung ist eigentlich ganz smooth, muss ich sagen. Also, ja, die ist sehr responsive. Das finde ich mal sehr, sehr wichtig. Auch sehr wichtig. Vor allem, was halt man gar nicht erwarten würde, du brauchst halt einen relativ guten Rechner. Genau, Codehaufen, den machst du kaputt, dann holst du das Herz. Und guck mal, es lächelt noch. Ja, das ist ein Smiley, das ist extra so gewollt. Geil. Okay. Und da oben in jeder Ebene gibt es so einen Schatzraum. In dem findest du immer tolle Items, die dich upgraden. Kann ich schon rein? Genau, kannst du einfach rein. Normalerweise brauchst du einen Schlüssel. Das ist zum Beispiel ein Einhorn. Das kannst du aktivieren mit Leertaste, solltest du jetzt nicht machen, weil es ein paar Räume zum Aufladen braucht. Und dann bist du unbesiegbar und kannst in die Gegner reinlaufen. Nimm am besten mal das Einhorn. Du kannst dich jetzt entscheiden, Einhorn oder der Rotten Head. Rotten Head war eine bombig. Wie bitte? Der Rotten Head war bombig. Genau, und das Einhorn ist halt cool, du bist unbesiegbar und kannst halt in die Gegner reinlaufen mit dem Einhorn und machst Schaden. Das ist schon echt geil. Aber wenn ich jetzt den Gegenstand benutze, kann ich immer noch das Einhorn einsammeln. Ja, aber dann, ja. Du kannst ja zum Beispiel theoretisch das Einhorn mitnehmen zum Boss. Du kannst halt dich nur nach der Ebene musst du halt ein Item sicher mitnehmen. Das ist halt das Problem. Oha, guck mal. Es gibt aber auch Items in diesen Schatzräumen, die du nicht mit Leertaste benutzen musst.
Okay, ich will über den Kopf. Den Kopf, okay. Dann kannst du jetzt noch, du kannst entweder zum Boss gehen oder du hast ja noch mehr Räume. Du hast da oben mal, siehst du mal die Karte. Hier siehst du mal die ganzen Räume. Das C ist zum Beispiel der Shop. Und diese ganzen grauen Räume sind noch unentdeckt. Ah ja, da stimmt. Musst du hin. Und das ist auch Worth? Das hier ist hier Worth. Brauchst du einen Schlüssel? Oh, das Schlüssel. Ist der Shop. Der ist eigentlich, wenn du wenig Münzen hast, nicht Worth. Was macht der hier? Das ist ein Hänger. Ein Hänger. Der hängt ein bisschen rum. Der hängt durch. Okay, gut. Dann gehen wir noch nicht zum Boss. Genau, gehst du einfach mal noch nicht zum Boss, gehst erstmal noch in die anderen Räume. Ist immer wichtig eigentlich, dass du die Räume alle aufdeckst. Weil Boss heißt sofort Level. Oh, Alter, nee, die rasten voll aus. Das heißt nicht sofort, aber du kannst mit den. Das ist zum Beispiel ein Trinket. Das hast du hier auf diesem Slot, das ist permanent. Okay. Und dieses Trinket zum Beispiel gibt dir eine Chance, wenn du angegriffen wirst, dass du Schaden am Gegner verursachst. Eine ganz geringe Chance. Die Steine kannst du nur mit Bomben kaputt machen, okay. Aber macht momentan eh keinen Sinn, diese Felsen da wegzuspielen. Wieso, hinter dem Pupa von uns eine Münze? Ja, manchmal ist da eine Münze drin, das stimmt. Aber du sollst die Bomben sind immer sehr wichtig, dass man die aufhebt für zum Beispiel eventuelle Secret-Räume. Aber da kann ich dir gleich noch erklären. Wenn du zum Boss gehst, wenn du den Boss geschafft hast, heißt das nicht, dass du direkt in die nächste Ebene gehen musst. Okay. Du kannst aber. So, das ist der erste Boss, Larry Jr., so ein Riesenwurm. Nice. Oder zwei Würmer, eher gesagt. Und oha. Da musst du aufpassen. Musst du weglaufen. Wenn du Leertaste jetzt benutzt, musst du halt gucken, nach links schmeißen am besten. Wie schmeiß ich denn? Ja, du einmal Leertaste drücken und dann schmeißen. Oh Gott, Maxi! Ich weiß nicht, wohin. Warte mal, ich mach den mal ohne. Ach, hier ist so viel Blut. Ich riech mit Sugar. Oh, hier, ich scheu die weg, oder was? Nee. So, du kannst theoretisch den schmeißen. Ich kann dich schon ganz schön abusen hier. Oh, Maxi. Oha. Der hätte ich jetzt auch eingesperrt werden können. Der erste Boss. Ui, du hast nur noch ein halbes Herz, ne? Wenn du noch einmal getroffen wirst, bist du down. Ja, hier, Late Game. Late Game. Siehste, ich hab mich jetzt schon ausgetrickst, er ist völlig verwirrt. Guck mal, der hat gar keine Ahnung. Ist das Abusement? Das ist Abusement. Jetzt hat das gehört. Pass auf. Der Larry, unterschätzt den Larry nicht. Der Larry ist tricky. Oh, der Larry ist fast tot. Guck mal hier, der platzt da weg. Achso, scheiße. Oh, der Maxim. Sehr gut. So, und jetzt hast du nach jedem Bossfight. Oh, so das blaue Herz? Das blaue ist ein Seelenherz. Das hast du immer nur aktuell. Wenn es weggeht, kannst du es nicht auffrischen. Das heißt, es steht immer nur einmal zur Verfügung. Das ist ein Item, du kriegst nach jedem Bosskampf auch ein Item. Das ist Hundefutter. Damit erhöhst du deine Herzcontainer. Kannst du einsammeln? Wie? Einfach einsammeln? Nee, hinlaufen. Einfach ranlaufen, genau. Ach, das war der Modest. Der Modest, der mich verwirrt. Geh weg! Ja. Nein! Jetzt bist du in die nächste Ebene. Aber da war ich. Wir waren eh schon fertig, das stimmt. Aber du kannst ja jetzt gleich mal einfach mal, um zu testen, das Item, kannst du es ja mal benutzen. Du musst mir noch die Bombe nochmal erklären. Genau. Ich halte die so hoch. Jetzt Leertaste. Einmal Leertaste und jetzt lauf mal. Da, jetzt hast du es zum Beispiel geworfen. Hier ist immer laufen, deine linke Hand, rechts ist werfen. Das heißt, du kannst es einmal hochheben und dann laufen mit dem auf dem Kopf und dann schmeißen. Oh. Bei denen musst du aufpassen, die schießen immer genau in diese Split-Richtung. Genau, da war eine TNT-Kiste. Okay, warte mal. Du kannst das Item jetzt nicht benutzen. Das hat immer Abklingzeit, so ein paar Räume. Ah. Genau. Pass auf, vor denen musst du weglaufen, die haben eine Bombe auf dem Kopf. Aber die explodieren? Die explodieren nur, wenn du Schaden machst. Also, oder in dich reinlaufen. Genau, sehr gut. Das ist eine 5er-Münze, das ist ein Nickel, der gibt dir direkt sofort 5 Münzen. Okay. Wie gesagt, oben siehst du immer, das solltest du erstmal nicht benutzen. Was ist das? Das ist ein Opferungsraum, da kannst du Leben gegen Items eventuell tauschen. Das ist aber random. Okay. Manchmal musst du nur ein Leben opfern, manchmal auch 10. Also er hat einen leichten RPG-Charakter. Ja, genau. Oh, die Spinnen machen mich langsamer. Genau, die Spinnenweben machen dich langsamer. Muss ein bisschen kiten auf Doom. So, und du siehst ja, der Schatzraum zum Beispiel, der da jetzt ist, der benötigt einen Schlüssel. Okay. Generell ist es immer so, wenn du in einen Raum betrittst, musst du zuallererst alle Gegner besiegen, bevor du in den nächsten Raum gehen kannst. So, jetzt kannst du deinen Schlüssel benutzen, um da die Schatz... Stimmt, das war ein Schatz. Ich habe jetzt kurz an den Boss gedacht. Genau. So, da hast du zum Beispiel Bomben. Das ist einfach eine Zündschnur auf deinem Kopf. Oha. Isaac verwandelt sich auch immer mit jedem Item. Und da hast du eine Zündschnur auf dem Kopf und du bekommst 10 Bomben geschenkt. Oha. Genau, diese Fackeln kannst du auch kaputt machen. Einfach gegenschießen. Da können ab und zu auch mal eine Münze drin sein. Also kann ich meine Angriffsgeschwindigkeit erhöhen? Oder ja, liegt das dann? Es gibt auch Items mit Angriffsgeschwindigkeit Erhöhung. Es gibt. Und bei den anderen Charakteren merkt man schon, dass die schneller schießen und genau. So? Genau. Es gibt Charaktere, die haben halt viel Schaden. Eigentlich vom Angriff, von der Angriffsgeschwindigkeit sind eigentlich fast alle Charaktere so ein bisschen gleich. Oh. Das sind Spinnennester. Die musst du einfach so kaputt schießen. Ah, da kommt keine raus, oder? Wenn du gegenschießt, kommen keine raus. Du musst halt. Oh. Alter! Ja, die Bewegungen von den Spinnen sind sehr sneaky. Genau.
Das sind zum Beispiel zwei Bomben auf einmal. Der Shop, was ist die Grenze? Den, ja, kannst du theoretisch aufmachen. Du hast jetzt deinen Schlüssel schon benutzt, kannst also rein. Jetzt kannst du dir überlegen. Es gibt einmal Pillen. Die sind mit Kane eigentlich ganz gut, weil du den Luckfood hast, hast du nur positive Effekte von Pillen. Aber ansonsten sind die total random. Das heißt, du kannst dir theoretisch jetzt für 5 Münzen mal so eine Pille kaufen. Aber ich will aber so ein Herz. Krieg ich das Herz dann für immer oder ist das blaue? Nee, das rote ist nicht für immer. Das ist nur einmal. Und das blaue geht auch blaue vor. Auch nur einmal. Also kannst du so eine Pille kaufen. Okay. Und dann siehst du ja oben, der Effekt ist Fragezeichen. Dann kannst du Q drücken. Hast du jetzt Tears abbekommen. Das heißt, du hast eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Geil. Ja. Das bleibt jetzt. Bleibt jetzt für immer. Nice. Die Pillen bleiben immer für immer. Das ist ja völlig worth. Oder völlig random. Ja, mit Kane ist es worth, weil du halt nur positive Effekte bekommst oder neutrale. Es gibt halt auch Pillen, normalerweise, die geben dir einen HP-Down oder einen Attack-Speed-Down. Also dementsprechend ist es nicht immer 100% worth. Aber so jetzt auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Weil die Spinnen ist immer, die sind echt tricky, weil die so eine random Movement haben. Sind die auf den Spinnnestern schneller oder so? Nee. Nee, aber du bist halt langsamer. Was ist das da unten? Das ist ein Kampfraum, den kannst du nur betreten, wenn du volles Leben hast. Da kannst du dann eine Kiste aufmachen und dafür musst du 3 Wellen von Gegnern besiegen. Das ist einfach eine Schatzkiste, die kannst du zum Beispiel mal aufmachen. Was ist das? Das ist eine Tarotkarte, die solltest du jetzt nicht benutzen, die verdoppelt deine Münzen. Aber da du nur eine Münze hast, macht es eigentlich keinen Sinn. Und jetzt kannst du ja mal vielleicht dein Dings benutzen, dein Rotten Head. Okay. Das ist der Herr der Fliegen. Das ist einfach so ein Knubbel, der spawnt ganz viele Fliegen. Boom! Genau. Hat noch nicht allzu viel Schaden gemacht, hat mich gerade auch ein bisschen gewundert. Muss halt aufpassen, der spawnt halt ganz viele Fliegen. Mit also Kane geht es einigermaßen, weil du halt sehr viel Schaden hast. Aber es ist an sich gar nicht mal so einfach. Komm, die schmeißen sich vor ihn. Ja. Ja, diese wollen ihn beschützen, das ist ja der Herr der Fliegen. Oh! Gar nicht so einfach, wa? Was passiert, wenn ich Arrow? Achso, das ist meine Waffe. Arrow ist meine Waffe. Genau. Alter, der ist ja richtig verdoomt. Drauf, du Sau. Oh, der catcht mich. Okay, ich hab noch ein halbes. Aber ich komm nicht in die Arena rein, scheiße. Ich hab jetzt gar nicht richtig drauf geachtet, dass hier ein Endgegner ist. Ah, du kannst theoretisch dich nochmal vollheilen gleich. Wenn du Glück hast und der lässt viele Herzen fallen. Das sind etwas dickere Fliegen, die halten ein bisschen mehr aus. Oh, das war unfair. Dieser Maxim. So weich. Oh, tricky popicky. Oh, was war jetzt? Jetzt hast du zum Beispiel den Effekt von deinem Item ausgenutzt. Genau, es ist nämlich so, immer wenn du auf ein halbes Herz kommst, machst du Schaden. Das ist Rotten Meat, verrottetes Fleisch. Damit kannst du auch nochmal deinen Herzcontainer komplett upgraden. Jetzt kannst du theoretisch, geh mal raus aus dem Bosshorn. Du hast ja die ganze Ebene aufgedeckt. Ja. So, und es ist grundsätzlich immer der Fall, dass es gibt 2 Secret-Räume pro Ebene. So, und der erste Secret-Raum befindet sich immer an der Schnittstelle von 3 Räumen. Das heißt, wo kann der jetzt logischerweise sein? Du kannst jetzt hier unten freisprengen mit einer Bombe. Musst aber weglaufen vor der Bombe. Wie war die Bombe? Shift ist Bombe. Oder E. Läufst du weg. Shift oder E, genau. Und dann läufst du weg. Und dann hast du da so einen Secret-Raum, da kannst du rein. Und da sind random Sachen drin, zum Beispiel jetzt Münzen. Kannst du mal mitnehmen. Also jetzt könnte ich die Tarotkarte benutzen. Genau, jetzt kannst du theoretisch Tarotkarte benutzen. Kann ich Münzen irgendwie verlieren? Außer durch den Shop? Ja, durch Shop. Nur durch Shop. Es gibt auch Gegner, die klauen dir Münzen. Oha. Zum Beispiel gibt es einen Boss, der heißt Greed. Der klaut dir Münzen, sobald er dich trifft. Und jetzt kannst du theoretisch nochmal in den Shop gehen. Ist dann theoretisch aber hier auch noch ein Secret-Raum oder es gibt nur ein pro Level? Es gibt noch einen Secret-Raum. Das ist doch der hier. Der grenzt aber nur an einen einzigen Raum an. Das heißt, er könnte eventuell hier oben sein, unter dem Shop. Oder ganz oben als Zwischenraum. Der grenzt wirklich nur an einen einzigen Raum an. Aber das könnte ich jetzt probieren. Ich habe ja übelst viel Glück. Könntest du probieren, ja. Könntest du mal versuchen, ob du deinen findest. Eisen habe ich übelst viel Glück. Aber das war, glaube ich, ein bisschen zu weit unten. Bin mir nicht sicher. Sicher? Wir testen das nachher. Muss man nochmal. Ich glaube, hier oben müsstest du mal hingehen. Ich glaube, da ist der. Aber der grenzt nur an 2 Räume an. Du meinst den blutigen Raum? Nee, der ganz oben. Du musst einfach ganz oben springen dann. Der grenzt ja nur an. Aber der grenzt nur an 2 an. Nee, an einen. Der ist ja nur oben dann an den hier angegrenzt. Weißt du? Ach, der neue Raum. So. Dann kannst du hier nochmal sprengen. Der grenzt ja auch an einen. Genau, nur der neue Raum soll an einen angrenzen. Okay, dann hast du da beim Blutraum auch noch eine Möglichkeit. Okay. Da hier kannst du auch. Nicht. Nee, da kannst nee, du da, nicht. Nee, da landet da oben geht's. Genau. Nee, hast oha. Du nicht. Also, das ist wirklich sehr tricky. Da musst das du schon. Ich hab übelst die Bomben verbraucht. Ja. Aber ist nicht schlimm. Okay, also ganz rechts könnte ich nochmal probieren. Oder beim Shop. Oder beim C, genau.
Warum steht der? Ach nee, das ist eine Münze oder so, ein Cent oder so. Genau, das ist ein, genau, eine Münze. So. Da kannst du sowieso noch mal was holen. Du könntest jetzt eventuell das blaue Herz auf jeden Fall holen. Aber die Leiter ist ganz okay. Ich mach die. Damit kann man kleinere Abgänge, also Einfelder überspringen. Das heißt, wenn da ein Loch ist, so ein Abgrund, den kannst du dann mit der Leiter überbrücken und dann kannst du da drüber laufen. Ist aber nicht immer worth. So ein blaues Herz mitzunehmen ist eigentlich immer worth. Hier, auch wenn das nur hier könnte auch was sein. Da könnte auch was sein, ja. Nee. Also ich glaube, dass der Secret Room wahrscheinlich hier oben ist. Ist ja geil, warte mal. Muss mal gucken, hast du ja noch ein paar Bomben. Ist immer, deswegen ist halt immer, also den normalen Secret Room zu finden ist relativ simpel, weil der an drei Räume halt angrenzt. Und das hier ist oben könnte sein. Nee, nicht da oben. Weil dann grenzt er ja auch hier an. Ah, stimmt. Da stimmt, im nächsten stimmt, könnte der oben sein. Es wird da wahrscheinlich so sein. Es sei denn, der ist im Kampfraum. Ja, da ist er. Wow. So, jetzt hast du eine rote Kiste. Da sind jetzt drei Fliegen drin gewesen. Und die Fliegen greifen Gegner an. Ach so. Die platzen dann. Ich dachte, du wolltest jetzt schießen. Oh Gott. Ich renne vor denen weg. Und du erzählst in Ruhe weiter. Okay, cool. Gut, ja, wenn du die Sachen nicht aus dem Shop kaufen möchtest, dann kannst du jetzt eigentlich in die nächste Ebene gehen. Ja, die war hier. Okay, dann gehst du einfach in die nächste Ebene. Ja, nee, der Shop. Ich wäre gerne in den Kampfraum gegangen. Aber da ich ja kein Leben kaufen konnte. Hier oben siehst du immer die Timeline, wie viele Ebenen es gibt. Das ist dann Mutter, letztendlich. Hier ist ein Curse of the Lost, das heißt, die Ebene ist an sich größer. Okay. Du wirst jetzt merken, die Gegner werden auch um einiges schwerer. Hier können schon wieder Secrets sein. Ja, nee, das musst du erstmal komplett aufdecken. Ach. Deck erstmal lieber komplett auf. Die Gegner sind zum Beispiel schon ein bisschen schwerer. Oh! Siehst du, die sprengen dich schon weg. Oh, der Radius ist ja richtig verdummt. Ja, da musst du richtig aufpassen, weil die ziehen dir auch ein ganzes Herz ab. Anders als andere Gegner, die dir nur ein halbes Herz ziehen. Und jetzt kannst du mal einen Trick machen. Guck mal, der Stein ist ja anders gefärbt. Da kannst du eine Bombe hinlegen. Warte mal, wie weiß ich, dass der anders gefärbt ist? Anders als der. Guck mal, wenn du die beiden Steine vergleichst, der ist stimmt, so ein bisschen bläulich. Da sind immer so Bomben, Herzen. Meistens sind da blaue Herzen drin. Okay. Und das eigentlich lohnt sich eigentlich immer. Der Schlüssel ist jetzt da richtig. Da kannst du nicht hingehen. Oh, ist ja mies. Was für ein Teaser. Das ist ein goldener Scheißhaufen. Das war fatal. Achso, wollt ihr nochmal kommen oder was? Nee. Was ist so was Schlimmes? Ist mein goldener Scheißhaufen weg? Der goldene Scheißhaufen ist weg, ja. Was hat er gemacht? Der hätte dir ein paar...